So, guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist ein neues Let's Play und ich muss dazu sagen, ich fühle mich ein bisschen schlecht, das zu machen. Also ich wollte Dragon Age schon seit, sagen wir mal, Jahrtausenden spielen. Das Problem ist, ich habe mich immer mit irgendwelchen anderen Projekten aufgehalten, beziehungsweise habe es irgendwie vermieden oder. Dann hat mein sehr geschätzter Let's Play-Kollege Bruger, der auch ein bisschen größer ist als ich, mit Dragon Age Obermann ins Gespräch gebracht, wo er eine Abstimmung gemacht hat. Da habe ich wieder an Dragon Age gedacht. Hab's aber wieder ignoriert, weil ich gerade ein anderes Projekt am Laufen hatte. Jetzt hat der gute Bruger gestern, vorgestern, beziehungsweise für das Video wahrscheinlich, wenn ich daran denke, wenn ich es veröffentliche, das Spiel beziehungsweise die erste Folge rausgebracht. Und da kam mir die Mensch, Dragon Age, wollt ihr doch schon mal spielen? Was kostet das bei Steam? Guck bei Steam. Oh, Steam Mitternacht-Sale, bla bla, 7 Euro noch was, Ultimate Edition. Ratet mal, was Burnout gemacht hat. Richtig, das Angebot mir geschnappt, mein Paypal-Money ausgegeben. So, das sind wir auf jeden Fall. Ich werde aber auf jeden Fall anders spielen als Bruder, der schon guckt, der spielt einen Menschenadligen. Ich werde das anders machen, weil ich mag ja auch Rollenspiele, aber ich ja, ach ja, ich will nicht so viel verraten. Also ich habe hier diese tolle, super geile Ultimate Edition, die hat ein bisschen Variation hier mit drinnen. Da werde ich wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange Spaß dran haben. Finde ich, es aber passt sehr gut in die Schiene, wo ich vorher Divinity drin hatte. Oder Divinity? Mein Gott, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Egal, neues Spiel. Wir spielen erstmal Dragon Age. Also, ich muss dazu sagen, ich habe mich kaum informiert. Wie immer eigentlich, aber egal. Ich learning by doing, so kennen wir ja von mir. Also, Dragon Age Origins spielen wir. Ja, das Lässigste übrigens an diesem Spiel ist, dass es ein Tastatur-Overlay hat und ich nehme meine Stoppuhr. Ist auf der Tastatur. Also, ich habe so eine tolle G510 von Logitech. Ey, das ist total nervig, weil das zeigt mir Lebenspunkte an, wo wir vorhin gerade im kurzen Test spielen. Dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Mal wieder? Die Magier wollten den Himmel an sich reißen. Doch sie haben ihn vernichtet. Schon wieder. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Ich gucke, du bist ganz gespannt. Es fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Taktisch klug. Also an die Zähne, an den Tor und so Zeug. Kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und sie kein Glück mit den Pfeilen. Sorry. Ich weiß, mit Dramatik habe ich es nicht so. Ich hab was gegen heroische Heldenszenen, ganz ehrlich. Da krieg ich auch wieder drauf. Irgendwann sind die angenehm blutig, das ist nicht immer schön. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück. Und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Wir sind wieder da, wie immer. Gibt da Parallelen. Nun ist es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Unheil! Erbauer, steh uns bei. Ach hey,
sind die Weiber wieder da. Das ist ein schlechtes Spiel, ihr habt, würde ich mal sagen. So, die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der 6 verschiedenen Items-Geschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst, ja, also es ist relativ klar, was ich spiele. Das Ding ist, ich spiele unglaublich gerne Elfen. Aus verschiedenen Gründen, die ich irgendwie andauernd neu darlege. Einfach, weil sie langlebig sind, Punkt. Ich mag es nicht, wenn meine Helden sterben. Ich weiß gar nicht, wie die Elfen sich hier verhalten. Ich muss dazu sagen, ich habe von der Welt nicht viel Ahnung, um nicht zu sagen, gar keine. Das Ding ist, wenn ich einen Elfen spiele, werde ich keinen männlichen Elfen spielen, weil die sehen immer, das typische elfische Bild sieht ja aus, dass die so ein bisschen dünner sind. Also, hier sind die Elfen. Ich weiß nicht, der sieht wie kacke aus. Das heißt, ich nehme einen weiblichen Char. Die sieht ja so nicht so doll aus, aber also ihr wisst ja, spätestens das Skype sollte bekannt sein, wie ich normalerweise spiele. Das heißt, ich nehme eine weibliche Elfe, einfach weil ich männliche Elfen nicht so toll finde. Da würde ich dann lieber einen Zwerg nehmen. Was haben wir überhaupt, einen Zwerg zur Auswahl? Ja, wir haben Zwerg zur Auswahl. Ein männlicher Zwerg, es geht super. Gut. So, dann haben wir jetzt das nächste. Magier, also ich habe das hier schon mal durchgeklickt. Es gibt hier noch verschiedene andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn ich Krieger geworden hätte, hätte ich Dalisch-Elfin werden können. Bla bla bla, Stolz oder Stadtelfin. Und wenn ich Schurke geworden wäre, so ziemlich die Dahi-Story. Also ich kann also nur unter den anderen Rassen, kann ich nur, Moment. Ich bin so doof. Ah, ich stelle mich gerade zu dämlich an, genau, weil ich habe nämlich. Egal, also man kann die anderen Dinge hier auch noch machen. Ich würde mir auch gar nicht anders angucken. Wie gesagt, Warte, jetzt habe ich einen männlichen. Nein, wollte ich nicht. So, wir nehmen auf jeden Fall eine Elfenmagierin. Von Ferien sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Yay. Beide Geschlechter sind meist organisiert. Also wie ein Sky. Also ein Elder Scrolls, wo auch die irgendwie auch gleich stark. Nach den einzigen Versklavungen durch die Menschen, haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren, fristen ihr Leben nur in den armen Vierteln der Städte. Der Menschen, nur die normalen Stämme der Dalisch klammern sich noch an ihre Traditionen. Sie leben mit dem Bogen nach den Gesetzen ihrer alten Götter, während sie die alte Wette streifen, nirgendwo anders gekommen sind. Elfen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Naja, genau. Wie können, glaube ich, alle Rassen alles sein, oder? Ah, nee, Zwerge können nicht zaubern. Das ist ja ärgerlich, nee, egal. Rassenbund 2 plus Willenkraft, 2 plus Magie. Also es bietet sich schon mal an, Magier zu gewinnen. Du gebietest über eine ebenso gefährliche wie mächtige Kraft und bist dir bewusst, dass die Magie für alle jene einen Fluch darstellt, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, um sie zu beherrschen. Voller Unruhe erwartest du deine Läuterung, die einmalige Chance, dich gegen die inneren und äußeren Dämonen zu beweisen. Entweder hast du Erfolg oder wirst von den Rittern getötet, die über deine Art wachen. Toll, ja, Magier scheint hier einen schlechten Stand zu haben. Ich persönlich bevorzuge Magie eigentlich schon vor allen Dingen deswegen, weil alle anderen Klassen sind immer so ein bisschen gebunden. Magie ist meistens, kommt in den meisten Fantasy-Welten ohne irgendwas aus und geht zur Not auch mit den Händen oder sogar ohne Stimme. Die Stimme ist ja auch mal so ein Wortbinden, das gibt zigtausend Magietheorien. So, jetzt kommt das Allerschlimmste. Ich hoffe mal, ich finde eine Voranstellung, mit der ich gut arbeiten kann. Nehmen wir wieder eine Rothaarige? Ich habe ein Fable für Rothaarige, habe ich das schon mal erwähnt. Ah, komm hier, Hauptbeschaffenheit, was gibt's denn hier alles zu aus? Also, man kann sich ja wahrscheinlich sehr viel Zeit aufhalten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mit Charakterpflege immer sehr wenig Zeit verbringe. Hautfarbe, dann machen sie die zu blass. Also, ich neige mal dazu, die errötete Farbe. Ja, machen wir so einen ganz leichten Rotschimmer rein, aber lassen wir's. Augen, warte, die sehen aber nicht so toll aus. Das geht so nicht. Also, ich scroll hier nur ganz schnell durch. Ich versuche, was? Nase? Lippenfarbe? Naja, ein bisschen. Machen wir es nicht zu rot, das sieht ja so aus, als würde ich hier einen billigen Pornos drehen wollen. Nicht viel blasser. Komm, bleib mal, der hier ist doch ganz schön rot geworden. Nase? Ist, hey, warte mal. Ich bin zu doof. Das hier. Lippenfarbe, Lippenintensität. Ja, machen wir es nicht zu doll. Nicht zu blutleer. Mund, was haben wir? Achso, das liegt. Ich sollte hier rechts lesen, nicht da links. Ich Nase. Rötenintensität. So, Lidschattenintensität. Bisschen Lidschatten kann man ja machen, aber dezent. So, dass es allgemein als natürlich angesehen wird. Das ist immer so, so ein Frauenmissverständnis. Das habe ich mir mal erklären lassen, dass, wenn eine Frau sich. Wenn man meint, sie schminkt sich nicht, hat sie sich natürlich geschminkt. Und dann sieht er, dann ganz ohne Schminke wird es nochmal anders aussehen. So, Tattoos. Ja, haben wir was Cooles? Ja, aber eigentlich möchte ich nicht, ob ich hier schon mal rein. Ach komm, machen wir es. Lassen wir uns alle Möglichkeiten offen. Tattoo-Farbe, na gut, das können wir noch lassen. Tattoo. So, nächstes. Haare. Was haben wir da zur Auswahl? Ich nehme einfach die längsten unpraktischen, die es gibt. Die sind alle nicht besonders lang. Haarfarbe. Ach komm, die ist eigentlich schon gut. Ach, bleiben wir bei dieser Farbe hier. Das sieht so ordentlich aus. Haben wir nicht irgendwas komplett Verzoppeltes? Naja, das sieht wieder zu verzoppelt aus. Mich nervt ja immer, dass es ein Nee, das lassen wir auch mal. Ach komm, nehmen wir das hier. Das geht so heiß. Ein paar Zöpfe, da liegt jetzt nicht so viel Zeug im Gesicht rum. Augenbrauen. Ach, lassen wir einfach die Standarddinger. Machen wir das nicht. Übertreiben wir mal nicht. Machen wir es ein bisschen dunkler. So, Augen sind. Welche Farbe haben die? Augenform. Ach, eigentlich ist mir die Augenform komplett Wumpe. Sollte vielleicht auch mal im richtigen Winkel reingucken. Also das ist alles. Ach komm, Augengröße lassen wir einfach auf Standard. Augenfarbe ist mir noch wichtig. Weil zu rot harmoniert wunderschön grün. Wo haben wir denn hier grün? Grün, grün, grün. Grün sind alle meine Kleider.
Na gut, Elfen sind anscheinend mit grünen Augen nicht drin. Habe ich überhaupt einen Elfen genommen? Ich hoffe. Egal, Nase. Ach komm, lass mal die Nase. Naja, gut, das ist so ein Standardzink. Nehmen wir den einfach. Mundhöhe. Lassen wir das einfach mal. Also, ich weiß, dass man sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Charakterpflege einbringen kann. Und das. Klar, sie hat jetzt ein ziemlich hartes Kinn, muss ich sagen. Können wir das vielleicht irgendwie noch ein bisschen. Kinntiefe, Kinnbreite? Boah, nee, das lassen wir mal lieber. Ein zu spitzes Kinn ist auch nicht gut. Dann sieht die. Also das ist erstaunlich, wie klitzekleine Änderungen an der Form. Charakter, so sieht sie zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen beißig aus. Ganz schlecht ausdrücken, Kinnbreite. Aber wenn es zu flach ist, dann sieht sie irgendwie abgemagert aus. Also es ist, gerade in solchen Spielen ist es immer wieder erstaunlich, wie sehr sich doch die Mimik ändert. Gerade umso besser die Grafik wird, umso mehr ändert sich die, es ist erstaunlich, was für Emotionen man da haben kann, wenn man sich da auch mal irgendwie eine so Ohren. Ja, Ohren, ja, davon sehe ich jetzt nicht so viel, Freunde. Ja, gut, lassen wir das mit den Ohren dann. Porträt, nach oben, nach unten schauen. Achso, jetzt kann ich hier. Kann ich vielleicht irgendwie Kameraentfernung? Machen wir maximale, warte, ein bisschen. Mit, nach links bewegen. Nee, komm, lass mal mittig. Und Hintergrund. Oh, ich kann Hintergründe wählen. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir irgendwas Pathetisches? Boah, ach komm hier, der war sehr, sehr ganz gut aus. Den nehmen wir jetzt einfach hier. Ich will mich ja, wie gesagt, daran lächeln. Ah, ich hätte gern so ein. Grimassen haben wir auch. Ah, schön. Ja, das gefällt mir. Das ist schön. Warte mal, kann ich jetzt vielleicht noch ein bisschen noch drehen? Das wäre schön. Ja, das gefällt mir sehr schön. So, Stimme. Weise. Moment. Mein Zauber hat nicht funktioniert. Und? Alles in Ordnung? Die Lippen sind ganz schön breit. Grüße. Grüße. Ich bin entzückt. Grüße. Mach mal mystisch. Grüße. Ich muss mal kurz den Mund nochmal nachjustieren. Mir fällt gerade auf, ihre Lippen sind ganz schön fett. Schlauchbootlippen hier. Ja, nicht so flach. Aber sie gerade geredet hat, was richtig schlimm. Überbiss, Unterbiss. Ach, das habe ich mich über Skyrim schon gefragt. Ach so, das ist das. Das machen wir ein bisschen leichten Überbiss. Mundbreite. Ja, das machen wir lieber ein bisschen runter. So, passt. So, wie nennen wir sie denn? War wie, auf jeden Fall immer mein Standard-Elfennamen, den ich immer habe. In Guild Wars war schon weg, obwohl ich ganz, obwohl ich einen Beta-Account hatte. Das hat mich richtig aufgeregt. Achso, ich muss den Nachnamen sogar wählen. Na gut, dann machen wir. So, das heißt jetzt Alias Turana. Und dann können wir loslegen. Nach nur 10 Minuten. Hey, ich werde immer besser in Charakterstellung. Not. Nun gut, und weiter geht's. Oh Gott, ich darf Punkte verteilen. Oh nein. Gut, wir haben ja. Was ist denn Klugheit? Klugheit bestimmt, wie schnell ein Charakter lernt. Da viele Kasten speziell viel mehr Raffinesse braucht, Willenskraft. Willenskraft bezeichnet die Entschlossenheit, mentale Stärke. Habe ich sowieso schon viel, weil ich Magier bin. Ich mache mal noch ein bisschen Geschicklichkeit auf der Nebendings und Konstitution ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Und setze dann noch ein in. Was macht man? Ist immer natürlich Affinität. Zack, hauen wir die auch nochmal hoch. Ich glaube, meine Klugheit oder vielleicht ein bisschen die Klugheit noch hochhauen und dafür die mal die Willens. Ah, ne, kann nicht. Na gut, dann hauen wir die Klugheit ein bisschen hoch und die Geschicklichkeit. Einen Schaden mit hoher Schere, Schaden auszuweichen. Das brauche ich eigentlich nicht, ne? Haben wir jetzt. Komm, hauen wir noch die Klugheit noch hoch. Machen wir so eine Intelligenzbestie, die keinen Meter. Im Nahkampf darf ich schon mal nicht kommen. Ich muss. Verdammt. Na gut, ich mache einfach weiter. Ach, hey, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Aber ich denke mal, da kann ich Manipulationen. Der Charakter ist charmant genug, um andere davon zu. Andere überzeugen ist immer schön. Stehlen, welche nicht beim Fallen baue, überleben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also jetzt geht's los. Was haben wir hier noch? Kräuterkunde. Fähigkeit, ne? Das gewöhnlichen Kräuter einfach. Heiltrink herstellen ist vielleicht nicht schlecht. Kampfausbildung, ja, Sekunde, sich schon so. Ja, gut, ne, das bringt mir mal so gar nichts. Und was haben wir hier noch? Kampftaktik. Schnell neue Steine. Das war eine. Kampftaktikfeld. Oh. Ach komm, nehmen wir das Kampftaktikfeld. Benötigt 12 Klugheit. Ach so. Egal, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Kräuterkunde, weil Heatputs immer toll sind. Kann ich hier Punkte verteilen? Ach so, warte mal. Ach so, Kräuterkunde habe ich schon oder was? Das kann ich gar nicht. Die brauche ich gar nicht nehmen. Na gut, dann ist das natürlich ganz praktisch. Dann nehme ich hier. Ach, Kampftacken. Ach so, die habe ich schon, die Stufen. Und hier kann ich noch. Ich kann hier noch weiter investieren. Nee, warte mal. Was? Level 4? Ach. Also ich kann die Dinger auf jeden Fall. Verbesserte Manipulation. Ah, so, ich habe es rausgekriegt. Ja, ich bin auch so doof. So, oh Gott, Arcana Bolzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Urtümlich hervorrufen, Geist, Veränderung. Ich würde ja eigentlich gerne einfach nur Damage machen. Ich bin ja immer recht simpel gestrickt. Arkane Bolzen. Haben wir hier nichts mit Feuer? Na gut, nehmen wir halt was mit Eis. Und nehmen wir hier einfach die Arkane Bolzen. Gut ist. An die kann ich auch nicht. Ach, ich kann mich selber drehen. Das ist ja schön. Ah, das ist alles so komplex hier. Ich hätte mir vorher wirklich mal ein bisschen was durchlesen wollen. Ich habe vorhin nämlich einfach nur schnell den Start gedrückt. Lähmung? Veränderung? Haben wir ja keine Zerstörung hier. Heilen wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich möchte eigentlich keinen Priester machen. Magie 18, Arkana Schild, Arkane Bolzen. Dafür brauche ich Level 3.
So, ich kann irgendwie... Achso, doch klar, die kann ich hier. Flammenschlag. Flammenschlag ist gut und eisige Umarmung ist auch gut. So, Punkte verteilt. Mehr geht nicht. Und spielen, es geht los. Schwierigkeit, also wir könnten natürlich auch auf schwer... Diese Einstellung stellt einen deutlichen größeren Herausforderung als der Schwierigkeitsgrad normal. Um gegen die aggressiven Gegner zu bestehen zu können, musst du häufig taktische Pausen einnehmen und deine Fähigkeiten... Die Heilung der halt nicht mehr so leicht. Gegner versuchen mehr Schaden zu kurz auf den Start zu finden und besitzen höhere Resistenzen. Schwer. Normal ist meistens so einfach. Pausiere das Spiel, Leertaste um einen... Auf einer Klippe über den dunklen Wassern des Kalenhardsees erhebt sich eine Turmfeste, die Heimat des Zirkels der Magie. Der Turm ist der einzige Ort in Ferelden, wo Magier inmitten von ihresgleichen ihre Kunst erlernen können. Innerhalb der hohen Steinmauern wirkt der Zirkel seine Magie und bildet Schüler in der korrekten Anwendung ihrer Macht aus. Aber der Turm des Zirkels ist ebenso Gefängnis wie Zuflucht. Aufmerksame Templer der Kirche überwachen die Magier und achten auf das kleinste Zeichen von Verderbtheit. Dieser goldene Käfig ist die einzige Welt, die du kennst. Als Kleinkind wurde deine Magiebegabung entdeckt. Du wurdest deiner Familie entrissen und zur Ausbildung hierher gebracht. Toll. Deine Ausbildungszeit ist nun fast zu Ende und dir steht nur noch eine letzte Prüfung bevor. Darf ich böse werden? Die Läuterung. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. So sprach die Prophetin Andraste, als sie das Reich Tevinter stürzte, dessen Magier die Welt an den Rand des Untergangs gebracht hatten. Eure Magie ist ein Geschenk, doch auch ein Fluch. Denn Dämonen aus der Welt der Träume, dem Nichts, kommen zu euch, um euch als Tor in diese Welt zu benutzen. Dol. Deshalb gibt es die Läuterung. Das Ritual schickt euch ins Nichts, wo ihr auf einen Dämon treffen werdet. Gerüstet nur mit eurem Willen. Zu wenig Lächeln drinne. Gibt es eine andere Möglichkeit? Was verschiebt, welche Dämonen ich bin? Ja, bin ich tot. Das in Terry Pratchett ist es übrigens ähnlich, fällt mir gerade, also in der Scheibenwelt. Da ist zwar viel rumgeflaxt, aber in der Magie hat sich Pratchett relativ eindeutig ausgedrückt. Da hat man es ähnlich mit den, wie ist denn das da? Ah, das hatte da auch einen Namen, das die andere Welt. Da, wenn man da zu viel Magie wirkt, dann lockt man die Viecher an und die wollen generell die ganze Zeit in die Realität. Was geschieht, wenn ich die Dämonen nicht bin? Dann bin ich wahrscheinlich tot, vermute ich mal. Er wird euch in eine Abscheulichkeit verwandeln. Und die Templer müssen euch erschlagen. Geil. Das ist Lyrium. Die Essenz der Magie. Und euer Portal ins Nichts. Ich habe blaue Augen gewählt. Das ist ein Geheimnis, weil es notwendig ist. Jeder Magier muss diese Feuerprobe durchlaufen. Ihr werdet sie bestehen, wie wir auch. Bleibt bei klarem Verstand und bedenkt, dass das nicht... Ich habe blaue Augen genommen, das nervt mich ja schon wieder. Ich will meine Augenfarbe ändern. Ich wollte grün, aber ich habe mich verguckt. Na egal, was soll's. Schüler müssen die Prüfung alleine bestehen, erster Verzauberer. Ihr seid bereit. Als Magier hat man echt keinen leichten Stand, habe ich das Gefühl. Naja. Klasse. Ganz sicher, dass ich habe einen Menschen gewählt, oder? Und keine Elfin. Ach, egal. Obwohl. Das sieht man den nicht so an, von mir. Kriegt so einen Führer einen Linkstick auf einen Charakter aus und da sind wir schon. Mein Rechner zieht dir zu schnell. So, neue Festtagsgeschenke. So. Was ist das denn jetzt? Also wahrscheinlich für diesen dummen, weil ich die Ultimate Edition nie gekauft habe. Würde ich mal... Nee, eigentlich nicht, oder? Festtagsstreich mitwirken? Ne? Doch, das ist... Oh Gott, das geht ja... Oh, das ist mein Hauptquest. Ich habe eben schon mal Spiel... die Läuterung. Ja, schön, so. So, ich kann schon mal Kreise ziehen. Ist ja schon mal schön, so. Mit Umschalt kann ich Dings machen? Nein, ich glaube, ich habe das Tutorial abgebrochen, oder? Ah, ja, Erkunde mit den Tasten via... Okay, gut, ich habe das Tutorial nicht abgebrochen. Ich habe es nämlich schon mal gemacht. Und ich habe gerade... Oh Gott, oh Gott, wenn ich das Tutorial jetzt abgebrochen habe, bin ich jetzt richtig im Hintern. Oh, wie kann ich das hier machen? Rechtsklick Beute, hervorragend. Gut, um mir alles angezeigt. Glänzende Lichtkugeln. Kann ich die einfach rüberziehen? Ja! Mit deinen Charakter mit neuen Gegenständen auszurüsten, musst du das Inventar öffnen. Klick auf das hervorragende oder drücke auf I. Ja, wir drücken einmal aus und was drauf. Leuchtende Lichtkugel. Nee, okay, gut. Eine Blutdrachen-Palattenrüstung? Genau. Musst du von seinem Symbol auf der linken Seite zurück. Die Rüstung. Ab. Achso, ich habe was an. So, oh. Naja, gab schon mehr Klamotten. Kann ich nicht draufziehen. Wechsel deine Rüstung oder Kleidung? Kann ich nicht. Oder kann ich? Benötigstärke 38, ist klar. Na gut. Platziere Verbrauchsgegenstände nicht Schnellleiste. Alles klar, das kriegen wir auch noch hin. So, darf ich jetzt weiter?
Ja, also richtig toll ist der Ort hier auch nicht. Also wenn man sich mal anguckt, sehr freundlich. Ach so, werden die Magier dann, wenn sie verflucht werden. Ah ja, also den Himmel zu stürmen ist übrigens nicht eine neue Idee. Oh Gott. Kampfmagier, du befindest dich in einer Kampfsituation. Es ist überaus wichtig, den Überblick über das Schlachtfeld zu behalten. Zoomen im Kampf heraus, runterscrollen, deine Lage besser einschätzen zu können. Mit Leertaste kannst du pausieren, um deine Taktiken festzulegen. Leertaste pausieren finde ich auf jeden Fall super, aber das lassen wir mal eben. So, warte mal, ich habe ja schon ordentlich Fähigkeiten gelevelt. So, also, wenn ich das jetzt raus... Das hat nicht viel Reichweite. Warte mal, das hier, ist das eine Kugel? Nee, das ist das eine Kugel, die fliegt, oder? Nee, ich bin zu weit weg. Ja. So, das... Ah ja, ich zauber schon. Ich hätte das jetzt langsamer angehen können, aber, warte mal. Ich hätte vor allen Dingen pausieren sollen, fällt mir gerade so ein, um das hier zu wirken. Also, ich wusste schon im Vorhinein, dass es hier deutlich taktischer zugeht, als es zum Beispiel in Divinity der Fall ist. Also, hier einfach so, draufrennen und Fähigkeiten raushauen, das klappt hier nicht. Also es ist hier schon mal notwendig, dass ich hier ein bisschen Taktik anwende und hier nicht einfach nur draufrenne wie der letzte Idiot. Also das, vor allen Dingen ausweichen geht auch nicht. Also ich wollte das nur gerade mal zeigen. Also ich habe das schon geahnt, dass das nicht geht. Ohne es zu wissen. Oh, ich hätte Ziel festlegen sollen. Bumm. So, warte mal, ich glaube, ich kann auch rennen. Warte mal, trifft das wohl? Ja, ist drauf. Wollte ich nur sehen. Also ich nehme mir schon gut Schaden, oder? Warte, ich regeneriere mich nicht. Doch, ich regeneriere mich, aber eher langsamer als überhaupt. Also jetzt, wo ich nur eine Person habe, ist das jetzt natürlich jetzt nicht so übermäßig taktisch anspruchsvoll hier irgendwie durch die Gegend zu rennen. Also ich meine, noch kann ich das hier locker untaktisch machen, aber sobald es hier ein bisschen mehr als einen Gegner gibt, wird das wahrscheinlich dann doch mal bitter notwendig sein. Bietet wie mir Leute, mit denen ich hier rumkam. Noch jemand, der den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wurde. So naiv und unvorbereitet wie immer. Es ist nicht richtig, dass sie das tun, diese Templer. Weder euch, noch mir, noch sonst jemandem gegenüber. Ich werde Erfolg haben, egal ob es richtig ist oder nicht. Genau. Immer schön Selbstbewusstsein. Das sagt ihr jetzt, ebenso wie schon so viele vor euch. Ja, ja. Seht euch an, was geschehen kann. Es ist immer dasselbe. Aber es ist nicht eure Schuld. Ihr sitzt im selben Boot wie ich damals, nicht wahr? Ist klar. Das ist die Verführung, das sehe ich doch. Erlaubt mir, euch im Nichts willkommen zu heißen. Nennt mich einfach, nun ja, Mars. Interessant, du kannst deine Gestalt ändern. Also ich halte ihn ja für die Schlange, die mich versucht in Versuchung zu führen. Das ist irgendwie naheliegend. Ich meine, wenn ich hier geprüft werden soll, dann muss ja irgendwann mal die Prüfung kommen. Die wird wahrscheinlich nicht in ein paar Lichtgeister bestehen, die ich einfach mit Gewalt abschießen kann. Weil so eine geistige Prüfung sind ja meistens mit geistigen Fallen versehen. Und deswegen vermute ich mal stark, dass ich hier noch ein bisschen was rätseln muss. Oder zumindest die richtige Entscheidung treffen. Naja, ich frage erstmal das Offensichtliche. Dieser Ort ist nicht auf die Weise real, wie ihr es kennt. Hier ist man das, wofür man sich hält. Ich vermute, ich war einmal wie ihr. Wisst ihr, die Templer töten einen, wenn man zu lang braucht. Sie gehen davon aus, dass man versagt hat und wollen verhindern, dass etwas nach draußen kommt. Ich schätze, genau das haben sie mit mir gemacht. Ich habe keinen Körper mehr, den ich zurückfordern könnte. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor es euch ebenso ergeht. Ja, beruhige dich. Was muss ich hier tun? Der gibt mir doch falsche Tipps, wenn ich das frage. Eigentlich ist der... da gibt es auch verschiedene Theorien zu mit den Astralkörpern. Shadow One gab es auch wieder schöne Abhandlungen, beziehungsweise Earth Dawn. Das wird mir nicht passieren. Genau, ich mache ein bisschen selbstbewusst, weil ich möchte diesen Typen hier keine Fragen stellen. Weil ich ahne, dass die Antworten nur verwirrend sind. Das haben auch andere gesagt. Aber ihr kennt die Gefahr nicht. Hier ist etwas eingesperrt, das auf eine Schülerin wie euch wartet. Ja, du. Ihr müsst euch diesem Wesen, diesem Dämon stellen und ihm widerstehen, wenn ihr könnt. Das ist euer Weg hier raus. Oder der eures Gegners, wenn die Templer euch nicht töten würden. Für euch ist es eine Prüfung. Für die Wesen des Nichts eine Verlockung. Alles kann sterben, ich weiß, dass es einfach ist. Warum muss ich gegen eine Kreatur nicht verstehen? Warum diese Prüfung so. Ah, nee, so arrogant bin ich denn doch nicht. Aber kann ich das mit 1 drücken? Ja! Es wäre töricht, einfach alles anzugreifen, was ihr seht. Euer Widersacher ist mächtig und klug. Hier sind noch andere Geister. Sie können euch noch mehr erzählen und vielleicht auch helfen. Wenn ihr in der Lage seid, alles zu glauben, was ihr seht. Wenn es euch recht ist, folge ich euch. Ich hatte meine Chance vor langer Zeit. Aber ach, hier darf ich jetzt Gruppenkampf lernen oder was? Ich könnte einen Ausweg finden. Ich habe einen Maus als Begleiter. Neuer Screenshot? Was? Das muss ich mal aufstellen. Ein gefährlicher Geist. Ja. Ihr solltet euch ihm erst nähern, wenn ihr bereit für einen Plothelfer. Plothelfer sind Markierungen auf deiner aktuellen Umgebungskarte. Bla bla bla.
Da kann man hingehen. So, aber ich würde mal sagen, ich mache hier einfach schon mal im Tutorial. Oh, ich habe sogar da oben eine Karte, die sich jetzt ist. Das nichts. Sehr dramatisch. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich hier einfach an dieser Stelle mal eben eine kleine Pause einlege und einfach zur nächsten Folge überleite. Ja, es sieht schon sehr, sehr vertrauensvoll aus. Ja, genau das.